ich bin der trottlige Weehawk. Unter der Brücke leb ich. Hey, bin der trottlige Weehawk, hab meinen Spielstand gelöscht, beziehungsweise einen falschen Safe State gemacht, mir letztens nicht das Passwort von der alten weisen Mutter angeschaut und deswegen seht ihr hier bereits Gold over 9000. Und auch das Leben hier ist irgendwie ziemlich voll. Ja, ich musste mir ein neues Passwort holen. Ich habe mir im Internet ein neues Passwort ausgesucht, weil der interne Speicher, den ich da hätte noch aufrufen können, der ging irgendwie nur bis vor den einen Dungeon, den ich gemacht habe, letztens den letzten Dungeon. Und das wollte ich nicht nochmal wiederholen. Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf und habe gesagt, okay, komm, hol's dir ein Passwort. Interessanterweise gibt es also noch Leben zu holen in den Oberwelten. Ich glaube, weiß ja, 2 oder 3 Energieeinheiten mehr habe ich jetzt, glaube ich, tatsächlich. Muss also in jeder Oberwelt, glaube ich, müsste es dann noch was zu holen geben. Wahnsinn. Ja, und jetzt stehen wir Dörf gegenüber. Hallo, seit 16 Jahren arbeite ich bei 1&1. Der Leiter für Kundenzufriedenheit. Ja, und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was. Jetzt kämpfen wir natürlich gegen ihn. Ist ja vollkommen klar. Diesmal verlassen wir den Kampf nicht so schnell. Aber wir haben doch gar nicht das beste Schwert. Und ihr seht... Habe ich ihm jetzt überhaupt keinen Schaden gemacht? Okay. Das ist ganz schön schlecht. Können wir ihn abfackeln? Sieht nicht danach aus. Was zur Hölle ist denn hier los? Denn nachdem ich den letzten Part beendet habe, fiel es mir wieder wie Schuppen von den Haaren. Diesen Typen können wir ohne das beste Schwert nicht mal ankratzen. Das bedeutet, wir werden es brauchen. Und zwar ganz, ganz dringend werden wir es brauchen. Die alte weise Mutter heilt uns wieder und wir müssen uns auf die Suche nach dem besten Schwert machen. Und glücklicherweise weiß ich wieder in etwa, wo es steckt. So, ich habe eine Idee. Also, wir mussten auf jeden Fall nochmal ins Himmelsreich zurück. Wie gesagt, Himmelsreich, ja, die Himmelsoberwelt. Unser treuer Kompass zeigt uns auch genau an, wo wir hin müssen. Er spackt völlig ab, so wie die ganze Zeit. Aber er ist ja wahnsinnig hilfreich. Egal, ja, das beste Schwert. Das beste Schwert, das beste, was es jemals gegeben hat, dürfte sich hier in der Nähe befinden. Ja, toll. Das hätte ich mir auch schenken können. So, komm mal her, du. Dankeschön. Gut. Na, was machen wir denn jetzt hier? Ich glaube, wir mussten nämlich hier... Das ist jetzt die Frage. Entweder weiter rechts oder nach Süden? Ab in den Süden, sozusagen. Ich glaube aber... Ja, hier bei diesem Loch. In der Nähe war's. Ah, jetzt hab ich's. Jetzt hat's der Weehawk. Na bitte, geht doch. Ja, hier erhalten wir, ob ihr es glaubt oder nicht, das beste Schwert. Aber nur, wenn wir ordentlich die Glocken zum Klingeln bringen. Klingeling. Schon erscheint eine Treppe direkt unter uns. Und darin befindet sich ein weiterer Dungeon? Nein, aber eine Truhe. Wir erleuchten den Raum, sagen... Hallo Truhe, wie geht es dir heute Abend? Und nehmen in Empfang das stärkste Schwert. Yeah! Okay, das war jetzt Star Wars wieder, aber wenn sie schon sagen, May the Force be with you, dann kann ich auch... Ne? Versteht ihr? So, gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren hier. Der Jahrzehnter, der muss das jetzt hier wuppen. Und deswegen... Tada! Gehen wir zur alten weisen Mutter. Diesmal merke ich mir das Passwort. Sowas passiert mir nicht normal. Ulki. Ulki steht da oben. So wie in Ulkiora aus Bleach. Genau. Oder wie Ulkig. Als alte weise Mutter habe ich dich geheilt. Ja, ich denke, die extra Energie, die wir von dem anderen Safe bzw. Passwort haben, kann uns auch in diesem letzten Kampf gegen Dörf nicht schaden.
Wow, ich bin ein bisschen nervös, ob das jetzt hinhaut oder nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Vielleicht sollten wir uns noch mit der Feuermagie ausrüsten. Zwei Potions haben wir auch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es nie. Wenn das nicht der Jahrzehnter ist, ich bin der Gölsche Dörf. Ich bin stark, du bist schwach. Dunkelheit ist gut, Licht ist kacke. Ja, wir wissen's. Gut. Also um das mal kurz zusammenzufassen, die Situation. Wir haben jetzt das stärkste Schwert, das heißt, wir sollten ihm jetzt ordentlich Schaden machen können. Sag ich ja. Haha, here's the problem. Too many Schwerthiebe. Und es ist mir egal, wie oft du mich triffst, ich schlage genauso oft auf dich ein. Too many Schwerthiebe gefällt mir jetzt irgendwie. Und das vom besten Schwert. You know what the beste Schwert sagt. Oh. Na, das sagt das beste Schwert jetzt nicht gerade, aber wir bauen schon unsere erste Potion. So, komm her, Dörf. Gut, dass wir die extra Energie haben von dem Save. You saved me, könnte man auch sagen. Extra Energie. Okay, keine Müdigkeit vor Schützen. Immer wieder feste oben drauf. Ich mache jetzt hier eine kleine Kamikaze-Taktik. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber irgendwann muss der Typ ja auch mal klein beigeben. Wir haben ihn jetzt so oft getroffen. Und da haben wir ihn schon. Wir haben ihn besiegt. Juhu! Und da ist Prinzessin Zelda. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, ja, Zeta. At long, at last. Nein. Du hast mich von den eisigen Griffeln von Dörf befreit. Alt-F4 Games ist ein für alle Mal geschlagen. Und die ganze Zeit habe ich mich über die Sicherheit unserer Leute gesorgt. Aber deine Heldenhaftigkeit hat mich gerettet und die Medaillons wurden nicht, beschädigt, sozusagen. Wie kann ich dir jemals danken? Oh, Ausrufezeichen und Fragezeichen, das hat sie richtig excited gerade gesagt. Meine Liebe wird immer dir gehören. Alter Schwede, so einfach bist du zu haben. Take me now. Gut. Entschuldigt bitte. Zurück zum Schrein, wo die ganzen Leute warten auf die Feier. Du bist ein Mann von Ehre, denn du hast unser Land aus den Klauen des Bösen befreit. Ja, kannst du jetzt mal aufhören? Aber man muss sagen, sie ist viel dankbarer als Prinzessin Peach und Prinzessin Zelda. Das muss man wirklich sagen. Sehr, sehr löbliches Mädchen. Und sie kann sich in der Luft drehen. Aber das kann ich auch. Ich bin ja auch der Held. Huhu! Oh, guck mal, alle sind da. Sogar der Schuhputzerjunge ist eingeladen. Das ist cool. Ach, die lange und schwierige Reise unseres Helden Jazeta ist vorbei. Die Dunkelheit von Dörf wurde ersetzt durch die Kraft Der Gutheit, genau. Der Gutheit, natürlich. Ja, die Gedanken und Herzen sind gefüllt mit Freundlichkeit und... Och, hört doch auf, ey. Das ist aber, der ist aber langsam kitschig. Der böse Geist von Dörf. Ja. Erinnert uns an... Life's Fragile Lessons? Wie besetze ich das jetzt am besten? Was wäre da eine... Also wortwörtlich übersetzt klingt das scheiße. Auf jeden Fall. Ja, hat uns auf jeden Fall eine wichtige Lektion beigebracht. Sagen wir es mal so. Mit deiner Heldenhaftigkeit, mit deinem Sieg hier im Land von Utopia hast du gezeigt, dass das Gute das Böse besiegen kann. Juhu! Neutopia.
endet damit. Und hier sehen wir nun nochmal die schönsten Bilder aus seiner Reise. Das bin jetzt nicht ich, das ist jetzt der Computer. Wir sehen also nochmal, wie Yatzetas Reise begonnen hat. Das finde ich ein sehr, sehr schöner Abspann, ist wirklich sehr gelungen. Wir sehen, glaube ich, auch nochmal alle Bosse. Genau, da geht's los mit dem Drachen. Ich glaube, wir sehen sie alle nochmal. Alle, könnte man auch sagen. Und da bleibt mir nur zu sagen, zunächst einmal vielen, vielen Dank an alle, die Interesse an diesem Projekt hatten und hier fleißig kommentiert haben. Hat Spaß gemacht. Gab mitunter wirklich sehr, sehr schöne Kommentare. Zum ersten Mal PC Engine Action tatsächlich auf diesem Kanal. Vorher haben wir ja diese Konsole eher gemieden. Aber Neutopia ist natürlich zum einen natürlich auch wirklich einer der besten PC Engine Titel in meinen Augen. Und auch wirklich einer, der es wert war, gezeigt zu werden. Das ist natürlich ein Zelda 1 Klon, das ist vollkommen klar. Am Ende sogar mit Star Wars Referenzen. May the Force be with you. Da haben wir diesen jüdischen Boss hier. Ja, genau. Es hat allerdings auch natürlich so ein bisschen seine Schwächen. Es ist sehr, sehr linear natürlich. Bietet, finde ich, auch nicht so wahnsinnig viel Abwechslung, aber das war ja generell, das hat Zelda 1 jetzt auch nicht unbedingt geboten, aber ich fand es bei Neutopia teilweise sogar noch ein bisschen eintöniger. Was ganz schön ist, ist, dass du, zwar ist es sehr linear, aber dadurch, dass du manchmal von dem Spiel auch so ein bisschen an die Hand genommen wirst, macht es die Reise ein bisschen angenehmer als Zelda, wo du komplett auf dich alleine gestellt bist. Oder nahezu komplett auf dich alleine gestellt bist. Hier hast du wesentlich mehr Tipps von den Leuten. Sie sagen nicht nur einfach zu dir, ja, hier, da ist der Dungeon, irgendwo Kilometer weit weg, suchen selbst. Sondern wenn du in der Nähe bist, findest du vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten Bewohner, die dir ebenfalls nochmal sagen, ja, jetzt zu rechten ist dann aber der Dungeon. Und das finde ich ganz gut. Es wird dir nicht alles vorgekaut, aber du kriegst mitunter doch wirklich Hilfestellungen. Und ich finde generell, dass sie hier die Charaktere, die hilfreichen Bewohner und so weiter, dass sie hier sehr, sehr, sehr gut eingebaut haben. Und ich muss sagen, ich mag Neutopia, wirklich. Was ich wirklich aber trotzdem nach wie vor sagen muss, ist, wenn es um Zelda, also Spiele geht, die den Zelda 1-Stil so ein bisschen haben, ist, glaube ich, Golden Axe Warrior immer noch meine erste Wahl. Es gibt auch noch ein Neutopia 2. Ich weiß gar nicht, ob sich das so grundlegend vom ersten Teil unterscheidet. Mit dem zweiten Teil kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so gut aus. Würde ich auch für den Moment erstmal nicht planen wollen. Kann man vielleicht immer noch in einem halben Jahr oder so sagen, hier, komm, du hast doch damals Neutopia gezeigt. Willst nicht mal den zweiten Teil auch noch zeigen? Dann kann man darüber nachdenken. Aber ich denke, für den Moment lassen wir es erstmal mit Neutopia gut sein. Was euch als nächstes auf diesem Kanal erwarten wird, das wird Undertale sein. Und da haben wir Captain Krabbe. Captain Krabbe. Captain Krabbe. Der war echt nervig. Der war richtig, richtig nervig. Ich bin froh, dass es am Ende nicht noch sowas wie ein Boss Rush gab, wie bei Mega Man oder so. Dass wir die alle nochmal machen mussten. Also, wie gesagt, Undertale wird dann jetzt demnächst anfangen. Zu Ys habe ich angesprochen. Werde ich nochmal was zeigen, weil das war ein sehr, sehr schöner Vorschlag, der da kam. Da können wir eventuell auch mal vielleicht so ein bisschen vergleichen, die Master System Version und die PC Engine Version. PC Engine Version ist, glaube ich, ein Remake sogar vom ersten Teil, wenn ich es richtig weiß. Weiß nicht, ob das wirklich so als Remake zählt oder. Ich glaube, es ist kein eigenständiger Teil. Ich glaube, das auf PC Engine soll sich am ersten Teil orientieren, wenn ich es richtig weiß. Von Ys. Und da können wir eventuell. Ich werde wahrscheinlich kein komplettes Projekt aus Ys machen, erst einmal. Aber vielleicht mal Let's Show und dann wirklich die beiden Teile vielleicht mal so ein bisschen vergleichen. Oder vielleicht von beiden einfach mal ein separates Let's Show machen oder so. Da gucke ich mal. Ja, da werde ich natürlich schon nicht nur den Anfang zeigen, sondern dass man vielleicht, dass ihr auch ein bisschen was von dem Spiel seht, dass ihr ein bisschen was von dem Spiel habt. Das mache ich dann schon. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Also Hauptfokus liegt jetzt erstmal so ein bisschen auf Undertale. Dragon Ball läuft natürlich noch nebenbei und dann, ja, gucken wir mal. Ich habe ja einiges an Projekten geplant. Es wird immer mal wieder kleinere Projekte geben, immer wieder kleinere Spiele, die ich zeigen werde. Es wird sehr, sehr retro-lastig auf diesem Kanal bleiben.
PC Engine ist nicht ausgeschlossen, dass da auch in naher Zukunft schon wieder was kommt. Es gibt natürlich immer noch so Klassiker für PC Engine, wie zum Beispiel Bonk's Adventure oder Bonk's Adventure. Fällt mir jetzt gerade so am spontansten ein. Was ich eventuell noch zeigen könnte, weil ich es letztens gesehen habe, weil ich es ganz cool fand, ist Götzendiener für PC Engine. Ist, glaube ich, auch nicht allzu umfangreich, könnte man eventuell auch mal zeigen. Also ich denke, dass wir für PC Engine noch ein bisschen was zeigen werden in diesem Jahr. Gut. Okay, also diesem Jahr nicht mehr, also ja, 2018, im Laufe von 2018. Da haben wir jetzt Dörf nochmal in seiner ersten Form. Tja, Dörf, das war wohl nicht. Wobei ich wirklich sagen muss, der zweite Kampf gegen ihn ist schwer. Wenn du da nicht richtig ausgerüstet bist, also wirklich mit Potions und sehr, sehr viel Energie, dann guckst du da, wie du guckst, weil du kannst ja seine Attacke so gut wie nicht ausweichen, wenn du... Und da weicht der Computer eben aus. Ja, also, natürlich, aber... Ah, er zeigt, wie es gehen könnte. Okay. Kamikaze-Taktik war vielleicht doch falsch. Der Computer zeigt mir hier direkt, wie es hätte gehen können. Gut, okay. Beim nächsten Mal wende ich deine Taktik an. Ah, und da haben wir doch einen sehr, sehr schönen Endscreen. Jazeta legt keinen Wert mehr auf das beste Schwert und das beste Schild. Er hat sie einfach hier liegen lassen. Ja, die Müllabfuhr nimmt sie demnächst mit. Und dann passt das. Gut, das Ende. Ich würde sagen, nochmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.